Es ist zwar schön, dass ihr Ei da nichts angetan habt, aber ihr hättet nicht die Leiche verstecken und die Verfügung fälschen dürfen. Es gab bestimmt Leute hier, die ihn kannten und mochten, und sie hätten ihm sicher gerne die letzte Ehre erwiesen. Außerdem besagt Aidans Ren, dass der Gasthof Kuldaha gehört und nicht euch. Was ihr getan habt, ist Unrecht. Hör zu, Alwin, ich suche nur eine billige Unterkunft für die Nacht oder jede andere Nacht, die ich mich ausruhen möchte. Ihr wollt nur, dass ich den Mund halte. Sieht aus, als können wir uns gegenseitig einen Gefallen tun. Nein, nehmen wir das Erste. Bevor ihr mir hier weitere Predigten haltet, solltet ihr erst einmal damit aufhören, Schlösser aufzubrechen und unbefugt irgendwo einzudringen. Das stinkt nach Diebstahl und das stellt uns meiner Ansicht nach auf eine Stufe. Da habt ihr recht. Trotzdem möchte ich, dass ihr mit den Ältesten der Stadt sprecht und ihnen erzählt, was ihr getan habt. Wenn ich rede, ich mit ihnen, und das wird auf lange Sicht für euch schlimmer. Hört zu, vielleicht könnten wir, ich meine, was sollte mich davon abhalten, die Stadt verlassen? Da werdet ihr nicht weit kommen. Der Pass wurde von einer Lawine zugeschüttet und außerdem machen Räuber die Berge unsicher. Legt einfach vor den Ältesten ein Geständnis ab. Ist gut. Ist gut, verdammt. Ich werde mit ihnen reden und jetzt lasst mich in Frieden. Ja. Ihr habt Aidan überredet, sein Verbrechen den Dorfältesten in Kulda zu gestehen. Wir haben Altwin Aidans Siegelring gezeigt, den wir oben gefunden hatten. Er gestand dann auch, dass er das Papier, in dem ihm der Gasthof zum Abendschatten übertragen wurde, gefälscht hatte. Mit etwas Druck brachten wir ihn schließlich dazu, sein Verbrechen den Dorfältesten Kuldas zu gestehen und sich der Strafe zu beugen, die sie ihm auferlegt haben. Ja. Stufenerhöhung für unsere Klerikerin. Ist etwas nicht in Ordnung? Stufe erhöhen. Priester der Grad 2, 10 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Das heißt, wir können jetzt, dadurch, dass wir Weisheit auf Maximum haben, kriegen wir ja zusätzliche Zauber. Auf jeden Fall mittelschwere Wunden. Nein, göttliche Macht. Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit für die 3 Erfahrungsstufen. Um jeweils eins erhöht. Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit. Das ist gar nicht mal schlecht. Was hätten wir noch? Stärkung. Angriffs- und Rettungswürfe. Ein Sonderbonus von 1 bis 6 zusätzlichen Trefferpunkten. Wäre auch nicht verkehrt. Gesang. Mit Hilfe des Gesangs erwirkt der Priester für sich und seinen Gefährten besondere Gunst und fügt seinen Gegnern gleichzeitig Schaden zu. Angriffsschaden zu Rettungswürfe plus 1 und minus 1 für alle Gegner. Aber er kann nichts anderes mehr wirken, solange und sein Bewegungstempo halbiert. Also eigentlich ist Gesang nur die bessere Stufe von dem hier. Ja, ein bisschen mehr als nur besser. Personen festhalten, Stille. Gift verlangsamen. Nehmen wir mal Gift verlangsamen einmal rein. Ich glaube, in Icewind Dale 1 war es schon so, dass schwächere Gifte durch Gift verlangsamen gebannt werden konnten. Ja, magischer Hammer brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben da einen Skill für. Nehmen wir die göttliche Macht noch. Ja. Weiter. Ja. Natürlich haben wir noch Platz für so redliche Reisende wie euch. Übrigens habe ich den anderen in der Stadt gesprochen, wie ihr verlangt habt. Und sind sie bereit, die ganze Sache mit Aidan zu vergessen, vorausgesetzt, ich gebe einen Teil meines Umsatzes, um die Stadt zu unterstützen. Verdammte Gutsauger. Gut, dann möchte ich mich gerne ausruhen. Und ich glaube, seine Preise sind etwas gefallen. So. Einverstanden. Du bist nur ein Stadtbewohner.
Ja, wenn wir jetzt gucken, müsste ja die Besitzurkunde auch abgeschlossen sein. Wie kann ich helfen? Dein Befehl sofort. Mal kurz gucken, ob das Barmädchen uns noch dazu was zu sagen hat. Wenn nicht, geht's dann weiter ins Tal der Schatten. Waren hier nicht mal zwei Barmädchen? Ja, gewiss. So ein Zimmer für die Nacht. Nun, ihr habt Glück und Pech. Wir haben keine Zimmer, aber halt wie in dieser mopsnasige halbe Portion. Vom Gasthof zum Abendschatten hat er ein paar Zimmer zu vermieten, falls euch das interessiert. Aber hofft, dass ihr genug Münzen habt, obwohl ich bezweifle, dass ein Stapel Gold im Kupferkamm Maulwurf reichen würde. Ich hatte eine Unterhaltung mit Alvin. Ich glaube, er wird seine Kunden und diese Stadt von jetzt an ein wenig fairer behandeln. Nun, wir werden sehen. Ich vertraue ihm nicht. Kein bisschen. Er selbst könnte Aidan getötet haben. Jawohl. Dieser kleine Gauner. Sollte hier gut auf sich aufpassen, sonst mache ich einen Fußabtreter aus ihm. Na dann lebt wohl. Ich hätte aber schwören können, er hat zwei Bardamen hier gehabt. Lass mal kurz ein bisschen höher. Ja, Amelia, das ist doch Amelia, ja. Sag mal, jetzt ist ein anderes Barmädchen verschwunden. Sag, was du von mir willst. Oder es liegt an der Uhrzeit, dass jetzt sein zweites Barmädchen gerade fehlt. Vorwärts! Weil ich sehe sie gerade wirklich nirgends. Weiter! Hier stehen nur Stadtbewohner rum und noch mehr Stadtbewohner. So, das heißt, wir können jetzt Kuldaha verlassen und ins Tal der Schatten aufbrechen. Es soll geschehen! So. Bereit zu neuen Taten. Dann lies mal hier die Umgebung. Ja, dieses Tal ist mit einer übernatürlichen Aura getränkt. Obwohl es so aussieht, als ob hier Tiere leben könnten, sind doch praktisch keine vorhanden. Spuren deuten auf die Anwesenheit großer affenähnlicher Wesen hin. Das sind die Yetis. Dicke, raue, weiße Haare lassen euch vermuten, dass diese Bestien aus der Gegend stammen und getarnt sein könnten. Abgesehen von euren Spuren scheint bisher schon ein menschlicher Reisender sich regelmäßig zwischen Kuldaha und dem Tal der Schatten bewegt zu haben. Die größte Form der Spuren nach zu urteilen handelte sich dabei um eine menschliche Frau oder Halbelfin. Wenn man sich die Tiefe der Spuren ansieht, könnte man jedoch glauben, dass diese Person eher mit leichtem Gepäck gereist sein muss, ohne große Ausrüstung oder schwere Kleidung. Das ist insofern bemerkenswert, als ein Reisender in dieser Gegend ohne Schutz vor Kälte innerhalb weniger Stunden sterben könnte. Verstanden. Wie kann ich... Es soll geschehen. Okay. Das Tal ist recht groß. Und voller Yetis. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Jawohl. Dein Befehl soll geschehen. Immer erledigt. Aber zum Glück lassen sich Yetis gut vermöbeln. Jedenfalls von kleinen, grimmigen Zwergen. Weil Hagrim hat es ja fast alleine geschafft, den einen Yeti abzumurksen. Ich bin hier. Ist das alles? Sag gewiss.
Ja, und alles, was wir so an Yeti-Pelz finden können. Wird eingesackt. Okay, hier sind Gruften. Bist du eine Gruft? Ja, du bist eine Krypta, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück. Weil hier scheint es auch eine Höhle oder so zu geben oder einen Weg wieder nach oben. Und lauft mal bis hierhin. Der Magier sollte nämlich nicht als erster ankommen und in die Gegner reinlaufen. Ah, Schatten. Schatten wären Untote, die können wir mal versuchen zu vertreiben. Ich werde mich darum kümmern. Und ja, die Schatten, die belegen uns mit Pech. Wie kann ich helfen? Wie lautet deine Aufgabe? So, halt. Das schon mal. Dein Befehl sofort. Okay, hier sind auch, ist auch eine Krypta. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal in diese Krypta rein. Okay. Auf in den Sieg! Gewalttätig werden müssen. Auf in den Sieg! Ja, und die widerstehen halt Schaden. Oh, ein Düsterschrecken. Ja. Sag, was du von mir willst. Sofort. Okay, düster Schrecken, böse. Ich glaube, der hat Festhalten. Ja, der hat Festhalten. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita, Mortis, Feuer. Okay. Sein muss. Das heißt, wir suchen jetzt nach Fallen. Vorsichtig. Ja? Stimme so schmerzlos wie möglich. Und ja, zieht die Vergebung mal an ihn. Ja, wo immer bereit. Jawohl. Gucken wir mal, was haben die so gedroppt. Langschwerter. Langschwerter könnten ein bisschen was wert sein. Naja gut, die Streitaxt eher nicht. Ein erstklassiges Langschwert. Da du bereits ein Langschwert trägst... Ja, durch 11 verliert sie auch ein ETW. Kampfstil mit 2 Waffen plus 2. So. Wobei, wenn sie den hier trägt... Ja. Gut, 2 Langschwerter haben einen besseren ETW. Weil sie einfach mit dem Krummsäbel, glaube ich, noch nicht ganz so geübt ist, wenn ich richtig weiß.